Mal schnell zum elektrischen Leitwert und zum elektrischen Widerstand. Wir kennen alle noch die übliche Formel RSU durch I und da gab es gerne mal Verwechslungen und na, die Einheiten sind klar und so weiter. Es gibt aus historischen Gründen noch den elektrischen Leitwert. Der ist eigentlich kaum noch gebräuchlich, deswegen lernt ihr in der Schule bislang immer viel über den elektrischen Widerstand. Ein kleines bisschen spannender wird es dann hier unten, komme ich gleich drauf. Aber mal, das war, Moment, das muss ich mal dazu schreiben, Quelle war Wikipedia. Und zwar, wenn ihr euch diesen Satz mal durchliest, kann man richtig lachen. Ich habe extra mal nachgeguckt, ich dachte, was soll denn das alles? Vielleicht finde ich mal was Interessantes darüber. Und zwar in den ersten Sicherheitsvorschriften für elektrische Starkstromanlagen von 1896 hieß es mal, Stromleitungen aus Kupfer sollen ein solches Leitungsvermögen, ne, Leitwert, besitzen, dass 55 Meter eines Drahtes von 1 Quadratmillimeter Querschnitt bei 15 Grad Celsius einen Widerstand von nicht mehr als 1 Ohm haben. So sollte man das machen, damit sie nicht zu warm werden und so weiter. Damals machte man sich wirklich tatsächlich Gedanken. Der Leitwert ist nichts anderes als das Reziproke vom Widerstand. Denn hier heißt es U durch I, hier heißt es I durch U. Demzufolge ist ein Ampere pro Volt, und jetzt sagt man zu Ehren von Werner von Siemens, ein Siemens. Das ist aber genauso wie 1 durch Ohm. Aber jetzt kommt es noch ein bisschen verrückter, weil 1 durch Ohm ja auch ein Kehrwert von Ohm ist. Wir sagen ja Ohm zu dem Omega. Gibt es manchmal noch, wenn ihr das mal seht, ein umgedrehtes Omega, und da sagen die rückwärts Ohm. Rückwärts heißt es dann Mo. Das bloß mal dazu. Nochmal zum Leitwert und zum Widerstand. Nochmal zum Widerstand zuerst. Und zwar der Widerstand eines Leiters berechnet sich aus dem spezifischen Widerstand. Der ist abhängig von entsprechend Querschnitt und Länge. Und das mal genommen mit der eigentlichen Länge des Leiters, den ich da berechnen will, durch seinen wirklichen Querschnitt. Das ist eine spezielle Stoffkonstante. Und beim Leitwert ist es eigentlich ganz genauso. Komme ich aber dann drauf, siehe links, hier oben sind immer Links, beziehungsweise zum Schluss werde ich auch immer Links anbringen. Hier in diesen Links, da könnt ihr ruhig draufklicken, euch direkt informieren. Dieses Video wartet dann hier und bleibt stehen. Gut, ich hoffe, das reicht dazu. Also ist eigentlich easy peasy, ne? Ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.